Der Tag beginnt in Madrid und die Menschen gehen ihren gewohnten Routinen nach. Sergio, ein Verkäufer, ruft einen Kunden an, während Israel, ein obdachloser Mann, erneut von der Polizei von den Straßen vertrieben wird. Trini, die mit einer Spielsucht kämpft, bittet den Lebensmittelhändler, die heutigen Ausgaben zu ihrer Rechnung hinzuzufügen. Und Elena spricht aufgeregt mit ihrer Freundin über ein bevorstehendes Date mit jemandem, den sie online kennengelernt hat. Als Elenas Handy ausgeht, beschließt sie, in eine nahegelegene Bar zu gehen, um einen Kaffee zu trinken. Und fragt den Mitarbeiter Satur, ob er ein Ladegerät leihen kann. Drinnen stürmt ein kranker Mann auf die Toilette, was die Besitzerin, Amparo, irritiert. Israel betritt ebenfalls die Bar, da er weiß, dass er dort eine kostenlose Mahlzeit bekommen kann, was die anderen Gäste, darunter ein Bankangestellter, ein Straßenkehrer und der ehemalige Polizist Andres, ärgert. Nacho lässt sich von dem Chaos nicht beeindrucken und bleibt mit Kopfhörern in seiner Musik versunken. Als Sergio und Trini die Bar betreten, gibt Trini begeistert ihr letztes Geld für den Spielautomaten aus. Als der Bankangestellte ungeduldig wird und die Bar verlässt, wird er plötzlich draußen angeschossen. Panik bricht unter den Gästen aus, als sie erkennen, was passiert ist. Ohne Möglichkeit, um Hilfe zu rufen, muss die Gruppe in der Bar der unsicheren Situation draußen gegenüberstehen. Leider wird auch er, als er sich um den verletzten Bankangestellten kümmert, zum Opfer der Kugel des Angreifers. Mitten im Chaos macht Israel, unbeeindruckt, weiterhin biblische Zitate, während die anderen in Panik geraten und instinktiv auf den Boden flüchten. Trotz seines Wunsches, zur Kirche zu gehen, lässt sich Israel von Amparos Angebot von mehr Essen und dem Versprechen, später mit dem Priester zu sprechen, überzeugen. Während die Spannungen steigen, greift Trini vorsichtig nach der Fernbedienung und schaltet den Fernseher ein. Die Besorgnis der Gruppe wächst jedoch, als sie feststellen, dass es keine Nachrichtenberichterstattung über die jüngsten Todesfälle auf den Straßen von Madrid gibt. Inzwischen bemerkt Trini draußen etwas noch Unheimlicheres. Die Leichen sind spurlos verschwunden, ohne jegliche Hinweise auf die gewalttätigen Ereignisse, die sich abgespielt haben. Verwirrt über das Fehlen von Ermittlungen zu den Verschwinden, versucht die Gruppe, sich abzulenken, indem sie fernsieht und sich in Gespräche vertieft, während sie auf Hilfe warten. Während sich die verwirrende Situation entfaltet, lässt Saturs Fantasie freien Lauf und spinnt abwegige Theorien, ob sie sich in einem Traum befinden oder von Außerirdischen oder Regierungsagenten entführt wurden. Ein strenger Klaps von Amparo holt ihn in die Realität zurück und bringt die Gruppe dazu, sich auf die Fakten zu konzentrieren. Elena schlägt eine mögliche Verbindung zwischen den Opfern vor, aber die Vorstellung, dass ein Straßenkehrer und... Nach Sergios Theorie erhielt die Polizei Informationen, die auf das Vorhandensein eines prominenten Kriminellen in der Bar hinweisen. Da sie die Identität des Verdächtigen nicht erkennen können, greifen sie dazu, jeden zu erschießen, der herauskommt. Während die Gruppe über Sergios überzeugende Idee spricht, versteckt Nacho seine Tasche, bevor es jemand bemerkt. Aber seine merkwürdigen Handlungen werden dennoch gesehen. Sergio und Andres schnappen sich Nacho, während Satur die Tasche nimmt, sich jedoch unsicher ist, ob er sie öffnen soll. Amparo entscheidet sich, selbst nachzusehen und findet Kleidung und eine Festplatte. Obwohl Nacho sagt, es seien nur Sachen für seinen Job, beginnen alle darüber zu streiten, was damit zu tun ist. Elena, desillusioniert von der Fixierung der Gruppe auf Spekulationen, ergreift die Initiative und zerstört die Festplatte in einem Anfall von Frustration. Inmitten des Chaos ergreift Israel die Gelegenheit, um sich die Tasche zu schnappen, nur um festzustellen, dass sie Unterwäsche enthält, was Sergios Handel offenbart. Mitten im Lärm und der Verwirrung kommt ein Geräusch aus dem Badezimmer, das die Aufmerksamkeit aller auf sich zieht. Sie gehen schnell ins Badezimmer, um zu sehen, was das Geräusch verursacht. Andres öffnet die Tür mit seiner Waffe und entblößt den kranken Mann darin, der krank aussieht und von seltsamen Objekten umgeben ist, darunter eine Spritze. Gerade dann stört eine weitere Störung von draußen ihre bereits chaotische Situation und trägt zur Verwirrung und Unsicherheit bei. Ein Lastwagen mit Spezialagenten kommt an, aber sie ignorieren die Bitten der Gruppe um Hilfe. Der dicke Rauch ist im Fernsehen sichtbar und wird als ein großer Brand in Madrid gemeldet. Die Gruppe erkennt, dass die Regierung es benutzt, um die Morde zu vertuschen. Er lässt sein Telefon fallen, warnt sie davor, ihn nicht zu berühren, bevor er zusammenbricht und stirbt. Nacho nimmt das Handy des Mannes und findet heraus, dass er beim Militär ist und in Afrika arbeitet.
Sie sehen Bilder von Männern in Schutzanzügen und erkennen, dass der Mann eine tödliche Krankheit mitgebracht hat. Elena und Nacho haben das Handy des kranken Mannes mit nur noch 10% Akku. Nacho schafft es, indem er auf einen Stuhl in der Nähe einer höheren Stelle an der Bardecke steigt. Er ruft einen Kollegen an, um zu erklären, dass der Fernsehbericht falsch ist. Sator schnappt sich jedoch in seiner Dringlichkeit das Telefon und ruft verzweifelt nach Hilfe. Aber ihr Kollege legt auf und hält es für einen Streich. Nacho und der andere Mann streiten sich um den Akku des Telefons, was in ein Handgemenge ausartet und Chaos verursacht und alle durcheinander wirft. Trini löst versehentlich den Spielautomaten aus, was zu einer Kaskade von Münzen führt, die Israel eifrig sammelt. Andres möchte als nächster das Telefon haben, aber Amparo warnt davor, es zu benutzen, unter Verweis auf die Verbindung zum kranken Mann. Sie besteht darauf, Abstand zu jedem zu halten, der Kontakt mit ihm hatte, was Andres und Sergio dazu bringt, mit ihr hinter den Tresen zu fliehen. Elena hinterfragt die Notwendigkeit solch strenger Vorsichtsmaßnahmen angesichts ihrer langen Nähe, aber Andres bleibt entschlossen, seine Waffe zu benutzen, um seinen Standpunkt zu unterstreichen. Zögerlich stimmt die Gruppe zu, in den Lagerraum umzuziehen, wo sich die Spannungen verschärfen, als Trini mit Klaustrophobie kämpft und einen verzweifelten Fluchtversuch unternimmt. In ihrer panischen Hektik stößt sie versehentlich eine Kiste Flaschen um, die einen versteckten Abfluss darunter enthüllt. Beim Öffnen des Deckels stellen sie fest, dass der Abfluss mit den Kanalisationen verbunden ist, aber nicht sehr tief ist. Israel meldet sich mutig, freiwillig hineinzusteigen, wirft seine Kleidung und Wertsachen ab und trägt Öl auf, um sich das Eindringen zu erleichtern. Trotz der Bemühungen der Gruppe bleibt Israel in dem engen Raum stecken und ist hilflos. Ihre Lage verschärft sich, als Schüsse oben erklingen und auf einen Angriff auf Amparo, Andres und Sergio hindeuten. Gleichzeitig signalisieren steigende Temperaturen und Rauch, dass ein Feuer in der Bar wütet und sie alle zu ersticken droht. In einem verzweifelten Versuch zu überleben, vereinen sich Elena, Nacho und Sator, um Israel aus dem Abfluss zu befreien und frische Luft aus den Kanalisationen einzulassen. Während Trini mit einem weiteren Angstanfall zu kämpfen hat, verletzt sie sich beim Versuch, die Tür zu öffnen und erleidet dabei Verbrennungen. Die Gruppe versorgt ihre Verletzungen mit Öl und improvisierten Verbänden und wartet auf einen Moment der Erleichterung. Mit dem Nachlassen der Geräusche von Gewalt öffnet Nacho vorsichtig die Tür und enthüllt ein verkohltes Inneres ohne Leichen. Die Tür ist jedoch von Agenten versiegelt, die ihre Sicht auf das sich entfaltende Chaos verbergen. Während sich die Spannungen verschärfen, entdeckt Nacho die Waffe von Andres und versteckt sie, trotz der brennenden Hitze des Metalls, das seine Haut verbrennt. Trinis Impuls, draußen Hilfe zu suchen, wird schnell von Nacho unterdrückt, der auf die Gefahr hinweist, sich potenziellem Schaden auszusetzen. Trotz ihrer Unruhe zeigen jedoch keine von ihnen Symptome einer Krankheit, was Nacho dazu veranlasst, vorzuschlagen, sich zurückzuhalten, bis sich die Situation beruhigt hat, angesichts der reichlichen Vorräte im Lagerraum. Ein plötzliches Geräusch bringt die Gruppe in Aufregung, aber es ist nur das Handy des kranken Mannes, das mit Nachrichten überflutet ist. Elena untersucht es und entdeckt alarmierende Details. Der Mann war seit Tagen krank und wurde verfolgt. Obwohl es bei ihm nicht erfolgreich war, bleibt die Gruppe symptomfrei, was die Hoffnung weckt, dass das Serum für sie wirksam sein könnte. Während das Telefon klingelt, zögert Nacho, es zu beantworten, aus Angst vor einer Falle. Aber das Überlegen entlädt den Akku. Sator eilt die Treppe hinauf, um nach einem Ladegerät zu suchen, während Elena sich an eine kryptische Nachricht erinnert, die von 4 verbleibenden Dosen spricht. Mit nur 4 Dosen für 5 Personen eskalieren die Spannungen, während sie darüber debattieren, wie es weitergehen soll. In einer entscheidenden, wenn auch selbstsüchtigen Handlung injiziert sich Israel und erwartet, möglicherweise von den Entscheidungen der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Nacho verzichtet darauf, die Waffe abzufeuern, weil er das Risiko scheut, die Aufmerksamkeit der draußen stehenden Polizei auf sich zu ziehen, und entscheidet sich stattdessen dafür, sich in eine körperliche Auseinandersetzung mit Israel zu verwickeln. Trotz seiner Bemühungen gewinnt Israel die Oberhand und ergreift die Kontrolle über die Waffe. Satons Versuch, die Spritzen zurückzuholen, wird von Israel mit einer gewalttätigen Reaktion beantwortet, die die Schachtel in den Lagerraum stürzen lässt. Trini, getrieben von Dringlichkeit, stürzt sich, um die Schachtel zu holen, aber ihre verbundenen Hände beeinträchtigen ihre Koordination und führen zu einem versehentlichen Sturz in die Kanalisation.
Da sonst niemand durch die enge Öffnung passt, meldet sich Elena widerstrebend freiwillig für die Aufgabe. Nachdem sie sich mit Öl eingerieben hat, zwängt sie sich trotz Schmerzen und Verletzungen durch das Loch. Entschlossen, nicht ihrer Selbstsucht zu erliegen, weigert sie sich, sich selbst eine Spritze zu verabreichen und fordert die Gruppe zu einer fairen Diskussion heraus. Während die Gruppe das Loch vergrößert, erkundet Elena weiter und entdeckt einen Abfluss, in dem sie die Spritzen sicher aufbewahrt. Inzwischen setzen draußen Spezialagenten und die Polizei ihre Operationen fort, indem sie sich um die aus der Bar geborgenen Leichen kümmern. Als Elena zum Lagerraumloch zurückkehrt, stellt sie fest, dass die Männer bereits aufgetaucht sind und Trini helfen, deren panische Bewegungen zu einem chaotischen Sturz ins Wasser führen. Während Satur und Trini unbeschadet entkommen, nutzt Nacho die Gelegenheit, um Israel zu konfrontieren und die Waffe zurückzugewinnen. Es entsteht ein intensiver Unterwasserkampf, begleitet von Schüssen, der damit endet, dass Nacho siegreich hervorgeht und behauptet, dass Israel derjenige war, der die Schüsse abgefeuert hat, bevor er im Wasser verschwindet. In dem Glauben, dass Nacho Israel getötet hat, der zunehmend aggressiv wird, ist die Gruppe erschüttert. Frustriert über das eskalierende Chaos, fleht Elena Nacho an, die Waffe zu verwerfen, wenn sie Zugang zu den Spritzen wollen. Er ignoriert ihre Bitte und droht stattdessen mit Saturs Leben, was Elena keine andere Wahl lässt, als sie zu der versteckten Wand von zuvor zu führen. Als sie sich durch die Tunnel bewegen, nutzt Trini geschickt den von Israel gestohlenen Beutel mit Münzen, um ihren Weg zu markieren und sicherzustellen, dass sie zurückfinden können. Als sie jedoch auf einen dunklen Tunnel stoßen, täuscht Trini Not vor, beschuldigt Satur fälschlicherweise, sie ins Wasser gestoßen zu haben, während sie ihn tatsächlich gewaltsam untertaucht. Durch den Lärm alarmiert, schießt Nacho einen Schuss ab, um die Dunkelheit zu erhellen, und entdeckt Trinis Verrat. Mit vorsichtiger Wachsamkeit gehen sie durch einen von schwachem Licht beleuchteten Tunnel und halten Trini mit der Waffe in Schach. Trini enthüllt ihre Abneigung dagegen, gesehen zu werden, ergreift die Waffe und verschwindet um eine Ecke. Bei der Untersuchung des Geräuschs entdecken sie Trinis leblosen Körper, dessen Augen mit Münzen bedeckt sind. Ein schauriger Anblick, der als makabre Warnung dient. Unwissentlich ist es eine Falle, da Israel ihre Ablenkung ausnutzt, um Satur tödlich anzugreifen. In einem verzweifelten Überlebensversuch fliehen Elena und Nacho durch die labyrinthartigen Tunnel, verfolgt von Israel. Ihre qualvolle Flucht führt sie zu einer Treppe und bietet einen Hoffnungsschimmer für ihre Rettung inmitten der gefährlichen Dunkelheit. Beim Klettern der Treppe verliert Elena durch einen Fehltritt ihre Spritze, während Nacho von Israels Griff erfasst wird. Ohne Hoffnung auf Flucht opfert sich Nacho selbstlos, übergibt Elena seine Spritze, bevor er die Treppe loslässt und beide Männer in den Abgrund stürzen. Überwältigt von Trauer verabreicht Elena sich das Serum. Tränen mischen sich mit der Injektion. Mit ihren letzten Kräften drückt sie gegen den Kanaldeckel, bis er nachgibt, und tritt in das unbekannte Gebiet außerhalb der Sperrzone. Verloren in einem Nebel aus Schock und Trauer stolpert sie an den besorgten Fremden vorbei, ohne auf ihre Versuche zu reagieren. Unwissend über das vertraute Gesicht, das sie ruft, setzt Elena ihren Weg fort, von ihrem inneren Aufruhr verzehrt, eine Überlebende, heimgesucht von den Echos der Tragödie.